Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich möchte heute mit euch über Jahrtage reden. Tage, die sich jähren. Und ja, ich möchte jetzt nicht über diese typischen Jahrtage nachdenken wie 9-11 und sowas. Wow, zweimal in kürzester Zeit in Videos hintereinander erwähnt, aber ja, also dieses typische, das war dieses Jahr riesig groß wegen 10 Jahren und so. Oder 20? Doch, es waren sogar schon 20 Jahre. Ja, auf jeden Fall, aber darüber möchte ich gar nicht reden, sondern ich möchte über die kleinen Jahrtage reden. So kleine oder kleine Rituale. Und zwar ist es so, dass ich zum Beispiel mit meinen Eltern ja einen Jahrtag habe, nämlich den Jahrtag unseres ersten Treffens und den der Adoption und den, wo ich zum ersten Mal bei meinen Eltern als kleines Kind und drüber gekommen bin und ins Bett gekrabbelt bin und ihnen volle Kanne ins Bett gepinkelt habe. Heute, sie wundert sich, wie viel so ein kleines Kind pinkeln kann, aber das war. Ja. Da hat mein Vater das zweite Glas Saft. Bis heute bereut das. Aber gut, aber das sind so diese Jahrtage, die zum Beispiel wir begehen. Oder ja, Geburtstage, Weihnachten, Ostern. Und ich finde, diese ganzen kleinen Rituale sind oder großen Feste sind so wichtig. Aber was eben mir persönlich auch wichtig ist, ist zum Beispiel meine Mom und ich, wir haben so ein kleines Ritual. Also es gibt da diese Seite, die heißt Kauf da. Da kann man sich immer die Prospekte von den aktuellen, wo die aktuellen Angebote von den Läden drin sind, anschauen. Und meine Mom und ich, wir treffen uns jeden Sonntagabend zusammen auf dem Sofa, um zusammen in diesem Prospekt rumzuwühlen und zu gucken, welche Angebote sind. Und dann nimmt sie das Handy, also ich mache es auf meinem Handy, dann hat sie das Handy in der Hand und ich kuschel mich an sich an. Und das ist einfach, ja, das ist einfach dann für uns so ein Moment des Zusammenseins, der Ruhe, der Gemeinschaftlichkeit. Und ja, das ist so was ganz Schönes und auch was ganz, ja, so was ganz Persönliches. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so erzählen sollte, aber tue ich jetzt trotzdem. Ja, und kommt rein. Muss ja nicht dem anderen die Tür öffnen. Ja, aber mein Papa und ich zum Beispiel, wir haben auch so unsere. Also es ist nichts, wo wir irgendwie uns fest verabreden. Aber zum Beispiel, also mein Papa und ich, wir malen seit Jahren. Seit Jahren. Wir sprechen ja jetzt nicht mal mehr von Monaten. Wir sprechen wirklich von Jahren an einem Bild. Du mit dem Traumtext gerade, ja. Ja. Ich habe gerade geguckt, ob du reinkommst mit dem Zeug, das hier steht. Und dann habe ich so zu meinen, hab ich die Tür geöffnet. Da ist so ein kalter Hauch gekommen, was ich nicht erwähnt habe. Da habe ich die Tür wieder zugemacht und habe so gemeint, man muss ja auch nicht immer die Tür öffnen. Nicht wirklich. Ich habe es gerade von Jahrtagen oder so kleinen Dingen, die zusammenschweißen. Okay. Ja, ich habe gerade erzählt, wie wir immer jede Woche zusammen das Prospekt angucken. Das ist schön. Ja, das ist wirklich toll. Es ist auch so für uns, das ist auch wirklich so was, wo wir uns dann die Zeit nehmen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache, die Zeit füreinander sich zu nehmen. Und ja, einfach dieses zusammen etwas machen, was Spaß macht. Mein Papa zum Beispiel, der. Mama, das war jetzt selber. Das wird jetzt für immer dämlich im Internet sein. Also wirklich, also es gibt so dieses Ding, ist mein Vater hat Urlaub und jedes Mal, wenn mein Vater Urlaub hat, verletzt er sich am ersten oder am zweiten Tag. Und dann ist der ganze Urlaub gelaufen praktisch. Nur noch schlimmer war der Urlaub, wo wir ins Kinderhotel gegangen sind, wo dieses tolle Bad war und es die ganze Zeit geregnet hat. Das ist so schnuddelmützig.
Soße gab. Nein, das meine ich gar nicht. Wo es dauernd geregnet hat, nicht auch noch meine Tage gekriegt habe. So, ja. Ja, das war noch schlimmer. Aber wie, es, aber wie ihr seht, meine Mutter und ich, wir haben gemeinsame Erinnerungen. Und manchmal ist es auch einfach schön, sich zusammenzusetzen und in Erinnerungen zu schwelgen. Ich musste mich die Woche erst daran erinnern, wie mein Opa früher, als ich ein Kind war, immer in seinem roten Skianzug auf seinen Langlaufskien angefahren gekommen ist und mir Lippenpomade angeboten hat. Alpinski. Alpinski. Langlauf kann man nicht angefahren kommen unbedingt. Aha. Also du verbesserst mich, während ich es nicht brauche. Vorher hätte ich dich nämlich gebraucht, da habe ich nämlich sowas von bösen Worthänger gehabt, wegen ökumenischen Gottesdienst. Ha! Ich hab's wieder! Ja, jetzt habe ich es noch im Video, habe ich mich so weit von verlamiert, aber jetzt habe ich es wieder. Mir ist das Wort nicht mehr rausgekommen. Und auch nicht das Konfessionellen. Also überkonfessionell. Ja, überkonfessionell. Das ist mir dann auch nicht mehr rübergekommen, aber da hätte ich dich gebraucht zum Verbessern. Und jetzt, wo bei Opas Skiern, da kommst du, machst du mir den Klugscheißer. Aber boah, das ist auch so ein Ritual zwischen uns. Streiten vor irgendwas. Nur noch schlimmer ist, meine Mutter und ich, wir kriegen es auch immer hin. Egal was, egal wo, ich mache die total süßen Videos von meinem Hasen, so Videos, die ich am liebsten mit der ganzen Welt teilen würde, kann ich aber nicht, weil meine Mutter und ich so ein Bett nahe labern, dass man es keinem zeigen darf. Es ist furchtbar. Ton weglassen. Was? Ton weglassen. Ja, aber da muss ich ja jedes Mal schneiden, nur für, und dann ist es dann ist es total langweilig. Dann ist es ein Hase, der durch die Gegend läuft in einem Gang ohne Ton. Okay. Das ist dann auch langweilig. Das ist trocken. Weißt du, wir finden Leo voll süß. Aber für jemanden anders ist er halt ein Hase. Mhm. Für uns ist er der Hase. Nicht das Auto, der Hase. Das war jetzt gerade nur so ein Werbeschaden-Moment. Oh Mann. Okay. Weil das Schlimme ist, ich habe schon 2 Videos oder 3 produziert, die jetzt nicht so dolle sind. Jetzt habe ich endlich ein dolles Video. Und jetzt bin ich so, dass ich mich wieder so ablenke. Naja. Das zurückzukommen zu meinem Thema von meinem letzten Video. Wie ihr seht, sobald nur eine Sache passiert, die einen glücklich macht, ist doch ein guter Tag. Also ich habe jetzt einen Submittag. Mein Tag ist super, ich sag's euch. Schönes Ende. Ja, toll. Das ist so typisch. Hast so ein richtig schönes Ende und dann kommt so, schönes Ende. Okay, naja, was wollte ich sagen? Nehmt euch die Zeit füreinander und manchmal ist es auch einfach schön, es kann auch manchmal einfach nur ein Hin- und Her-Necken sein. Ey, Mutter, lass uns nachher Schoki teilen. Oh ja. Ich weiß, ich habe danach Franzenpfeifen für 10 Stunden, aber ey, das ist heute wert. Gut. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.